Famagusta, Heimat von 45.000 Menschen. Wir flohen am 14. August 1974, als das türkische Militär vorrückte. Wir kamen nie zurück. Seitdem ist unsere Heimatstadt tot, leer und verlassen. Heimat für Ratten und Schlangen. Wir können nur rüberstarren auf unsere Häuser und sehen auf Stacheldraht. Es bleibt uns verwehrt, in unserer Stadt zu leben. Famagusta ist heute für niemanden Heimat, eine Geisterstadt unter der Besatzung des türkischen Militärs, mit verlassenen und geplünderten Gebäuden, verwahrlost im Laufe der Zeit, ein Kriegsverbrechen zu Friedenszeiten. Ein fahles Abbild einer einst blühenden Stadt, die wir wieder aufbauen und aufblühen lassen könnten. Vor 1974 war Famagusta Heimat für 45.000 Menschen, die dort glücklich lebten und intensiv daran arbeiteten, aus der Stadt ein attraktives Touristenziel zu machen. Griechische und türkische Zyprer lebten zusammen, umgeben von venezianischen Mauern. Sie lebten und arbeiteten friedlich im belebten Hafen unserer Stadt. Vor 1974 gab es in Famagusta 36 Hotels mit 6.176 Betten. Das waren mehr als 50% der Hotelbetten und 90% aller Hotel-Apartments auf der gesamten Insel. Moderne Hotels, die alle Annehmlichkeiten boten, die schönsten weißen Strände, türkisleuchtende Gewässer und glückliche Menschen. Tausende von Touristen besuchten unsere Heimatstadt und die nahegelegenen geschichtsträchtigen Städten. Die mittelalterliche Stadt mit ihren gotischen Denkmälern, das Kloster Apostel Varnavas, eine heilige Stätte der Orthodoxie, Salamis mit ihren berühmten Ruinen, das Theater, die Sportstätte Palestra, die Statuen, Engomi mit den königlichen Gräbern und den dort zusammen mit ihren Herren begrabenen Pferden, dem Gold, den Juwelen und der Geschichte. Vor 1974 war Famagusta die führende und vielversprechendste Stadt der Insel. Es gab 9 Kindergärten, 17 Grundschulen und 11 weiterführende Schulen. Davon waren 6 in privater Trägerschaft. Außerdem gab es ein technisches Lyzeum, eine Stadtbibliothek, eine Kunstgalerie und ein großes archäologisches Museum. Famagusta war eine beliebte Stadt und Inspiration für Künstler, Dichter, Musikliebhaber und Theaterkenner. Die Sportvereine der Stadt stellten oft die Meister beim Fußball, Basketball und Volleyball. Vor 1974 war Famagusta ein belebtes Wirtschaftszentrum. Die Hauptstraße säumten moderne Geschäfte und modische Boutiquen, die Waren aus der ganzen Welt anboten. Es gab einen bunten Stadtmarkt mit den besten lokalen Erzeugnissen wie Gemüse, schmackhafte Kartoffeln aus dem ertragreichen roten Boden, Orangen, Zitronen, aber auch frischen Fisch. Der Hafen bestimmte den Alltag vieler Einwohner der Stadt und ernährte sowohl griechische als auch türkische Zyprer. Banken, Versicherungs- und Schifffahrtunternehmen wurden gegründet, um den Bedürfnissen der Stadt gerecht zu werden. Die Wirtschaft boomte. Obwohl Famagusta traditionell kein Industriezentrum war, wuchs die Industrie in den 60er Jahren um 50% mehr als in jedem anderen Ort der Insel. So konnte eine industrielle Infrastruktur mit hoher Produktivität und exzellenten Aussichten ausgebaut werden. Vor allem aber war Famagusta eine lebendige Stadt mit lebensfrohen Menschen, Restaurants, Kinos, Cafés und Nachtclubs bildeten den Mittelpunkt des Alltags.
Famagusta schlief nie. In dieser Stadt gab es einfach alles. 45.000 Menschen lebten für und von ihrer Heimatstadt. Heute, mehr als 30 Jahre nach der türkischen Invasion, nach dem Einbruch der Katastrophe, sind 45.000 Flüchtlinge, ihre Kinder und Enkelkinder in jeden Winkel der Insel verstreut und warten immer noch auf eine Rückkehr, während ihre Stadt stirbt. 30.000 Unterschriften der Vertriebenen aus der Stadt wurden weltweit gesammelt, ein Beweis, dass die Vertriebenen in ihre Heimat zurückkehren wollen, dass sie zusammen leben und arbeiten wollen und mit ihren türkischen Landsleuten eine neue Stadt, ein neues Leben, eine vielversprechende europäische Zukunft aufbauen wollen. Famagusta ist eine europäische Stadt und unsere Rückkehr in unsere Heimatstadt eine europäische Frage, eine europäische Verantwortung und eine europäische Angelegenheit. Nach über 30 Jahren leerer Versprechungen und Hoffnungen erheben 45.000 Vertriebene und deren Kinder und Enkelkinder ihre Stimme und verlangen eine rechtmäßige Rückkehr in ihre Häuser, die Rückgabe ihres Besitzes und die Umsetzung aller relevanten UN-Resolutionen, die eine Rückgabe der Stadt aus grundsätzlich humanitären Gesichtspunkten vorsieht. Famagusta könnte für den Beginn einer neuen Zeitrechnung stehen und für die türkischen und griechischen Zyprioten einen ernsten Schritt zur Lösung der Zypernfrage bilden. Die Rückgabe Famagustas bedeutet den Beginn dieser neuen Ära.